Ja, und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute mal kurz eine Antwort zu einer Frage. Was hat eine E-Mail Autoresponder Software, also sowas ähnliches wie Clicktip oder GetResponse, denn jetzt mit Telefonmarketing und Kaltakquise zu tun? Und hier ist die Antwort: eine ganze Menge. Nämlich, was ist das Wichtigste oder eines der wichtigsten Methoden, Tipps, Tricks, Faktoren in der Telefon-Kaltakquise, um unseren Einstieg zu formulieren oder unseren Einstieg zu schaffen, ja, dass wir nicht abgeblockt werden? Das ist ein Aufhänger. Ja, ein Aufhänger. Und den haben wir manchmal zur Verfügung. Manchmal müssen wir ihn ein bisschen aus den Fingern saugen. Manchmal müssen wir uns einfach ein bisschen innovativ sein und uns was einfallen lassen. Manchmal ist er auch notwendiger, manchmal weniger notwendig. Das ist eben das Spannende an der Telefon-Kaltakquise. Man weiß nie wirklich, woran man sein wird im nächsten Gespräch. Ne? Und das bedarf natürlich ein hohes Maß an Flexibilität. Aber was auch absolut hilft, ist natürlich, wenn man seine Kontakte oder Interessenten im Vorfeld über zum Beispiel eine Messe offline oder online über eine Webseite, über eine sogenannte Opt-in-Page oder Landing-Page oder Squeeze-Page oder wie auch immer man dieses ganze Zeug nennt, aber letztendlich online einsammelt, Interessenten einsammelt, indem man einfach interessante Informationen präsentiert und Marketing macht für Wissen, dass man sozusagen vielleicht etwas kostenlos erstmal zur Verfügung stellt, wie diverse White Paper und so weiter, und dann eben eine diverse E-Mail erhält, also die Kontaktdaten, das kann Name sein, E-Mail oder Name, Telefonnummer oder alles drei, und eine wirklich gute Autoresponder-Software, wie zum Beispiel Clicktip, also eine E-Mail-Software, die vergibt für jedes individuelle Download sozusagen automatisiert sogenannte Tags, also Smart Tags. Weil, warum smart? Weil automatisiert und intelligent in dem Sinne, dass sie genau weiß, welcher Interessent welches Detail genau geklickt, gedownloadet, welches E-Mail geöffnet oder nicht geklickt oder nicht geklickt oder nicht geöffnet hat oder nur geöffnet und nicht geklickt und so weiter. Und diese Information hast du dann letztendlich über das Frontend von so einer Autoresponder-Software wie jetzt Clicktip zur Verfügung. Und die kannst du nutzen für deinen Einstieg ins Telefongespräch in der Kaltakquise. Da kannst du sagen: ja, mein lieber Herr so und so, ich habe gesehen, Sie wollten sich da ein White Paper downloaden, aber haben es dann doch nicht gemacht. Wo ist Ihnen da was dazwischen gekommen? Ne? Oder hat es Ihnen da an Mut gefehlt? Oder haben Sie sich dann doch nicht getraut? Egal, wie auch immer du dann den Einstieg formulierst, aber du hast einen Aufhänger, du hast Informationen, irgendwas, ja? Irgendwas, womit du einfach hier deinen Einstieg individualisieren und personalisieren kannst. Das ist das Zauberwort, ja? Online, offline, völlig wurscht, ja? Desto individueller, desto persönlicher du bist, ja, in deiner Ansprache, in deinem Marketing prinzipiell, desto mehr Erfolg wirst du haben. Und damit, denke ich mal, habe ich diese Frage auch recht gut hoffentlich beantwortet. Und wenn ihr noch irgendwelche Kommentare habt oder irgendwelche Inspirationen und Feedbacks, bitte einfach in die Kommentare reinhauen. Ich werde natürlich nur die schönen Kommentare hier dann auch veröffentlichen. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit dem ganzen E-Mail-Marketing und Telefon-Marketing. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, jederzeit, ich stehe euch zur Verfügung. Wenn ich dann mal wieder Zeit habe, dann werde ich auch ein Video draus machen, wenn es sich lohnt. Und schaut euch einfach mal dieses Clicktip-Tool an, wenn ihr das noch nicht kennt. Wenn ihr irgendein anderes Tool benutzt, wo ihr nicht ganz so zufrieden seid. Ich habe ja auch mal Mailchimp und wie diese US-E-Mail-Tools da alle heißen, wo alles auf Englisch ist, und dann muss man es wieder übersetzen und dann funktioniert es wieder nicht. Die Umlaute funktionieren nicht und all dieser Kram, ja. Wenn du einen deutschen Markt, ganz ehrlich, wenn du einen deutschen Markt als Zielgruppe hast, nutze
ein deutsches E-Mail-Newsletter, Autosponder-Software. Und wenn du halt einen englischsprachigen Markt als Zielgruppe hast, dann kannst du meinetwegen auch ein englischsprachiges Software nutzen. Aber ja, Clicktip ist wirklich wert. Klick hier unten mal auf den Button und dann kannst du dir das Webinar von denen dann anschauen. Ist relativ informativ. Und dann im Anschluss von dem Webinar, das ist der eigentliche Grund, warum du dir dieses Webinar auch anschauen solltest, kriegst du dann ein limitiertes Offer, also ein Angebot für 1 Euro, dir dieses Tool mal runter, dich einzuloggen und dich zu registrieren, egal welches Paket du dann nutzt, ja, von Standard, Premium, Deluxe, Enterprise, ja, völlig egal, kostet immer nur 1 Euro, einen Monat, hast du einen ganzen Monat lang Zeit, ja, nimm dir einfach dann auch die Zeit und teste es einfach mal durch, nach auf Herz und Nieren prüfen und dann lass es mich wissen, ob du es genauso geil findest wie ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum, ja, weiß nicht, vielleicht bis zum Freitag. Dein Thomas Klein. Viel Erfolg auf der Jagd nach neuen Kunden. Bis dann. Tschüss.